Freunde, willkommen zu einem weiteren Modding-Video der ONC, der OWL Nerf Community. Ich bin Doc König und das ist die Halo Infinite MR40, MR40, wie auch immer. Einer der neuesten Blaster von Nerf, kommt aus der Halo-Serie, wie man auch sehen kann. Wir haben ihn letztens vorgestellt und heute machen wir das Ding mal ein bisschen schicker. Ich meine, er ist ja jetzt schon schick, aber wir machen ihn ein bisschen noch schicker. Was haben wir alles vor? Wir wollen mehr Leistung in den Blaster reinbringen. Ein bisschen mehr zumindest. Also, er wird neu verkabelt. Dazu neuen Schalter. Wir wollen natürlich wissen, was kann unsere Batterie? Ein Voltmeter. Apropos Batterie, da soll Lipo rein. Damit ein bisschen mehr Dampf auf das Ding kommt. Andere Flywheels. Zur Stromversorgung von ein bisschen extra Getöse. Ein UBEC. Ein ganzer Schwung LEDs. Zwei davon UV-LEDs, damit das Ganze in der Nacht glüht und leuchtet. Eine davon wird eine grüne LED sein. Die kommt nämlich hier vorne rein. Diese Taschenlampe machen wir auch in leuchtend. Dazu brauchen wir natürlich auch so eine kleine Linse. Und last but not least, wenn es klappt, dann kommt sowas hier rein. Was ist das? Das muss ich mal kurz zeigen. Kennt noch jemand den Jyn Erso Blaster aus der Star Wars Reihe? Ja? Gut, den gab es auch in Blau als Captain Cassian Andor Deluxe Blaster. Egal. Jedenfalls, der machte folgende lustige Sache. Bisschen Light und Sound. Das macht der hier nicht. Noch nicht. Und damit der Halo Blaster das macht, braucht man sowas. Das sind die Innereien aus so einem Jyn Erso Blaster, die mir freundlicherweise Matthias bereitgestellt hat. Der hat das bei sich rausgenommen, er mag das nicht. Ich mag das schon. Und das müssen wir irgendwie hier reinbasteln. Das wird ein bisschen aufwendiger. Ich glaube, dieses Video wird nicht so 10 Minuten lang nur. Schon mal vorweg, bevor ich den Blaster aufmache, ich habe mir mal Gedanken zu einem möglichen Schaltplan gemacht, weil was wir vorhaben, ist ein bisschen komplex. Und meine dritte Stufe davon sieht so aus. Das werden wir sehen, ob das das Endresultat ist, aber ja, das werden wir sehen. Wir machen jetzt erstmal den Blaster auf. Schrauben später. Man freut sich, dass man es überhaupt aufschrauben kann in Zeiten von Elite 2.0. Wir fangen mal hier hinten an mit dem Ende. Das kann man so abnehmen. Unten auch. Wir legen es beiseite für später. Dann haben wir hier oben den Teil. Ah, das muss man abziehen. Und da ist unser unglaublich leerer Blaster. Machen wir eine kleine Bestandsaufnahme, was sich im Blaster verbirgt. Das ist überraschend wenig. Hier ist das Batteriefach. Das bedeutet übrigens jetzt schon an der Stelle, weil das nacheinander ist, für mich eine Änderung des Plans, weil ich nicht einfach mit hier zwischendurch abgreifender Spannung arbeiten kann. Kommen wir gleich zu. Das hier ist klein, aber innen drin wenigstens größtenteils hohl. Naja. So, hier haben wir unseren Thermistor. Fliegt raus, wir werden das eh neu verkabeln, dieses dünne Gelepp, das ist nix. Dann haben wir hier unseren Flywheel Cage, das ist dieser neue Stil mit dieser kleinen Kappe oben drauf. Hier gleich abfummeln. Das ist hier die Mechanik zum Auslösen. Hier vorne ist eine Zugfeder befestigt, ist also das gleiche wie in einer Raven oder Raven Fire. Hier hinten haben wir einen Magazinhalter, ist ja interessant. Achso, genau, unser Magazin Release. Hier haben wir einen Magazin Lock, das fliegt natürlich raus. Das können wir vielleicht für was anderes verwenden, schauen wir mal. Und ist darauf, dass hier so eine kleine Prallplatte ist aus Gummi und hier auch, wie das hier so ein bisschen abfängt, finde ich ganz witzig, eigentlich nicht viel Auffälliges. Das Rohr hier war ab Werk schon lose, finde ich nicht so gut. Das müsste eigentlich hier drin sitzen, aber das tut es nicht, da passt es auch gar nicht rein. Gefällt mir gar nicht, Hasbro, was soll denn sowas? Da muss doch klappern. Kein Wunder, dass der so gerappelt hat. Das werden wir auf jeden Fall hinterher befestigen, zumindest mit Tape oder sowas, dass das nicht so ganz so doof ist. Hier oben ist unser Schalter von der Jam Door. Der ist auf der anderen Seite vom Gehäuse. Und hier
So eine Elite 2.0 Sparmaßnahme. Hier ist keine richtige Feder drin, sondern hier ist so ein Plastikpinöppel, der es hält. Ja, die Nummer 1 Blastermarke in der Welt, die verbaut sowas. Nun denn, gut, wir haben hier ein bisschen Platz zum Arbeiten, das ist schön. Wo wir nicht so ganz so viel Platz haben, ist natürlich an dieser Stelle, wo ich meine LEDs hier reinsetzen muss. Ich nehme gleich mal das Rohr raus und dann gucken wir. Weil ich muss ja diese 4 LEDs so montieren, dass das hier an beiden Seiten so ein bisschen leuchtet. Das geht wahrscheinlich gar nicht. Eventuellerweise muss ich die LEDs doppelt einbauen. Hier, hier, hier und hier. Also von 4 auf 8 LEDs gehen. Mal sehen, ob das mit der Originalschaltung überhaupt funktioniert. Wir haben 2 Versuche. Hoffentlich schieße ich das nicht alles kaputt. So, ich werde jetzt mal eine neue Version vom Schaltplan machen, weil so wie das hier aufgebaut ist, ich glaube, den mache ich hier LiPo ohne Betrieb. Alles andere macht keinen Sinn. Da habe ich eine fixe Spannung, dann brauche ich da zumindest hier für die LEDs mit dem U-Back nicht zu arbeiten. Brauche den U-Back nur für das Board. Ach, wir machen das ein bisschen einfacher. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich eine neue Schaltung ausgetüftelt habe. Und dann machen wir die nächsten Steps. Und ich denke, wir fangen wahrscheinlich an, beim Motor die Flywheels zu wechseln. Und dann gucken wir weiter. Die Lampe. Wie kriegt man dieses Ding hier vorne raus? Wir brauchen ja hier Platz, um unsere neue Linse einzubauen. Das sitzt normalerweise hier so drin. Von hinten beschrauben zu hier reingehen, mit einem etwas breiteren Kopf. Wackeln, 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 ringsherum gehen und irgendwann nach vorne drücken und dann fällt es nach vorne raus. Da können wir dann gleich unsere Linse einbauen, aber erst will ich hier noch mit dem Dremel ein bisschen Platz machen, dass wir innen drin auch ordentlich arbeiten können und das von vorne quasi dann reinkleben und hinten nur die Kabel rausgehen. Dann haben wir schon mal das Element fertig. Damit unsere Linse hier in diese Aufnahme reinpasst, man sieht das, die ist ein bisschen zu groß, müssen wir einmal den Rand abschleifen. Man sieht hier so eine Nut, die muss nicht ganz komplett weg. Wenn man sie ganz komplett weg macht, ist nicht schlimm. Es wird ja immer noch hier unten von diesen Haltern gehalten, also von diesen 4 sternförmigen. Ne, dann passt das da so rein. Also werde ich jetzt das hier wegdremeln, das Ganze von hinten einmal mit Silber lackieren, vorne natürlich schön abkleben, dann nochmal eine Schicht schwarz drauf machen. Warum? Es soll nach vorne reflektieren, nach hinten nicht so viel Licht abstrahlen. Dann kommt die LED von hinten drauf, die grüne. Gucken wir uns gleich an. Kabel hinten dran. Es wird von vorne reingesetzt, mit ein bisschen Epoxy verklebt. Nehmt keinen Sekundenkleber, der blüht aus beim Trocknen. Dann habt ihr so eine weiße milchige Schicht drauf. Das sieht nicht schön aus. Hinten kommen die Kabel raus und dann können wir das ganze Ding hier im Prinzip schon einbauen. Kabel irgendwo hinziehen. Ja, überlegen wir uns nachher, wie wir das machen. Das wird also relativ easy peasy werden. Machen wir uns mal an den Flywheel Cage dran. Dafür machen wir wie üblich diese 4 Schrauben los und drehen den raus. Die Kabel machen wir einfach mal ab. Als nächstes nehmen wir den Rest der Verkabelung raus, weil wir das ja hier so nicht weiterverwenden werden. Am Flywheel Cage wollen wir unsere Worker Wheels befestigen. Dazu nehmen wir dieses Teil hier raus. Zusammendrücken. Und wir machen die Platine ab. Die groben Teile knipse ich mit einer Zange weg und dann löte ich die Reste kurz mit dem Lötkolben ab. Bereit, dass wir unsere Kabel jetzt zwischenlöten. Einmal kurz die Motoren neu verkabelt, was das betrifft. Plus ist markiert, wie üblich bei mir, mit einem kleinen Edding-Punkt. Dann macht man die 4 Klipse auf und der Flywheel Cage ist offen. Das ist eigentlich Standard. Ich werde jetzt kurz die Flywheels abziehen mit meiner bekannten Klebebandmethode, also ein bisschen Panzertape drum und abziehen. Und dann kommen diese transparenten Flywheels von Worker da drauf. Wie gesagt, wir machen den U18 Spaßblaster, da will ich keine High-End-Leistung haben. Aber wenn er so knapp über 90 FPS kommt, dann bin ich mit dem Resultat zufrieden. Ich habe auch schon mal überlegt, wo ich hier meinen Schalter hinbaue, den Switch. Ich werde einfach hier das Original-Lock drin lassen, weil, man kann es hier schön sehen, vielleicht auch nicht, aber
Das löst den super aus. Also ich werde den hier an dieser Stelle gleich mit Heißkleber, Schrägstrich mit Epoxy festmachen halt. Dazu muss ich den Bereich hier unten ein bisschen auffüllen. Das mache ich wahrscheinlich mit Epoxyknete. Müssen wir mal gucken. Leider kann man den hier nicht verschrauben. Finde ich ein bisschen schade halt. Aber wie gesagt, mit Epoxy und mit Heißkleber zusammen kriegen wir hier schon eine vernünftige Lösung hin, die nicht so besonders großen Kräfte, die auf dem Switch drauf liegen, werden dann ganz gut abfangen. Hier hat sich ein kleines Desaster ereignet. Und zwar, als ich die Worker Wheels montieren wollte, habe ich einen Flywheel minimal zu tief reingeschoben, wollte es wieder hochhebeln. Und daraufhin hat sich hier mein schöner Motor aus dem Halo Blaster, der hier verabschiedet. Also der, das sollte nicht sein. Kaputt. Schade. Weil, interessante Kleinigkeit, diese Motoren haben eine Markierung, die ich bisher noch nie gesehen habe. Kann man vielleicht soeben erkennen. Da steht nämlich drauf, upsa, JM130SA, 130er ist die Bauform, 17118C, DC 6 Volt. Naja. Alle anderen Motoren, die ich so aus Nerfblastern rausziehe, haben solche Markierungen nicht. Also ich habe schon mal gegoogelt, aber nichts gefunden. Sehr interessant. Ich muss die jetzt mal durch andere Stockmotoren ersetzen. Das sind jetzt welche aus einer Demolisher, glaube ich, oder so. Ja, das wird natürlich leider so das Tuning so ein bisschen verfälschen, weil ich hätte schon gerne gewusst, was kommt aus den Motoren raus an 2SL Pro. Werden wir jetzt erstmal nicht erfahren. Schade. Egal, wir machen den Blaster trotzdem ein bisschen Beine. Mal sehen, was dabei rauskommt. Aber wo Schatten ist, da ist auch Licht. Haha, Licht, genau. So, das ist hier unser kleines, unsere Linse vorne für die LED. Habe ich hier drauf geklebt. So sieht das Ganze aus. So, ein bisschen klebrig noch hier. So, innen drin eine Silberschicht, außen schwarz matt lackiert. Das hier vorne muss ich noch ein bisschen bereinigen, den Kleber eben abwischen und dann kleben wir da hinten die LED drauf. Motoren drin, Flywheels drin, Deckel drauf und wir löten es neu. Bevor wir mit anderen Baustellen weitermachen, wollte ich noch kurz auf die Loks eingehen und welche wir rausnehmen werden. Damals zum einen hier war das elektronische Lok, ob Magazin drin ist oder nicht. Das können wir jetzt mal rausnehmen. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Dann haben wir hier ein mechanisches Lok mit einer Plastikfeder. Blaster Marke Nummer 1. Das Magazin drückt das nach hinten und erst dann kann man hier hinten, wenn das hier vorne gedrückt wäre, den Pusher betätigen. Nein, wir wissen, wenn wir da was drin haben. Ne? Auch raus damit. So, das hier lassen wir drin. Das ist unser Magazinauswurf, das ist klar. Das lasse ich einfach aus Stabilitätsgründen drin, dass man wirklich erst Flywheel-Schalter drückt, bevor man den Abzug drückt. Sonst gibt es einen Jam, das ist halt doof. Hier kommt unser Flywheel-Schalter hin. Und jetzt ist die große Preisfrage, wo packe ich unseren Triggerschalter hin? Warum brauchen wir einen Triggerschalter? Na klar, für das ganze Elektronik-Graffle vorne. Da überlege ich gerade noch, eine Idee wäre, den hier hinten hinzubauen, dass der quasi immer geschlossen ist und nur wenn man hier vorne mal Gas gibt quasi, klack, dass er sich dann öffnet. Haken ist, merkt man das? Der wird nicht immer so richtig schön hinten ausgelöst. Und ich muss auch hier diese schwarze Endkappe wieder dran machen. Also ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich ihn hier haben will. Vielleicht. Dann wäre das wie bei der Barricade, wo man halt ohne Flywheel-Schalter feuert bei meinem Mod. Na, eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, vielleicht hier hinten irgendwo, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich überlege mir was, Sie sehen uns gleich wieder. Es hat sich was getan, ich habe mal kurz hier den Schalter eingeklebt. Sehr viel Heißkleber,
Naja, schön ist anders, aber man sieht es hinterher nicht. Und wie man sieht, die Amis würden sagen, nice and clicky. Ich würde einfach sagen, passt schon. Dann ist die grüne 1 Watt LED hier eingeklebt, dran geklebt. Von hinten sieht man so einigermaßen. Ne? Also schön vorne silbern und da schwarz und hinten leuchtet. Und wenn ich da Strom da mache, dann kommt auch Licht raus. Die baue ich jetzt in den Halter ein. Gucken wir uns mal an. Hier ist das Gerät. Hier muss ich noch 2 Kabel hinten dran löten und dann sitzt das gleich so schön hier drin. Kommt von hinten ein Tropfen Epoxy rein, dass es auch nicht mehr rausfällt. Sahne. An der Stelle habe ich jetzt mal die Kabel angelötet, hier noch so ein bisschen Heißkleber gemacht, damit das etwas stabiler ist. Und wir können jetzt diese LED-Lampe hier reinstecken. Ich werde auch ein kleines bisschen Kleber hier außen dran machen, Kabel hier durchziehen und dann ist das Ganze im Prinzip fertig für den Einbau und kann hier vorne wieder eingebaut werden. Ich bin gerade dabei, die UV-LEDs zu verlöten. Die kommen hier in Serie dran mit einem passenden Widerstand. Zeige ich am Ende im Schaltplan, was für einen Widerstand ihr nehmen könnt. Und die werden hier direkt an die Flywheels dran gekoppelt. Die Verkabelung wird dann unter dem Flywheel Cage hier durchlaufen. Hier oben wird die erste LED sitzen. Hier die zweite LED. Damit ich hier mit diesem Mechanismus nicht kollidiere, muss ich das hier drüber lenken. Ne? Und am besten über den Flywheel Cage, dass das definitiv dann nicht kollidieren kann. Wird also nicht so schön aussehen, vielleicht die Verkabelung, aber das fixieren wir und von außen sieht man es ja nicht. Wichtig nur, wenn ihr hier so eine LED draufbaut, dieses Spiegeltape ist elektrisch leitend. Ihr müsst also hier so ein kleines bisschen transparentes Klebeband da und da, wo diese LEDs verbaut, darunter kleben. Ansonsten schließt ihr die gerne mal kurz. Macht das nicht. Natürlich bekleben wir auch den Deckel hier von innen, von der Jam Door mit dieser Silberfolie und die andere Seite der Shell im gleichen Bereich hier, damit das Ganze auch funktioniert. Beschäftigen uns mal mit diesem Fake-Ammo-Counter, der mitgekommen ist. Der ist halt ja, nicht funktionsfähig, macht nichts, tut nichts. Finde ich ein bisschen schade. Sieht aber ganz cool aus. Und was mir halt aufgefallen ist, ich baue ja total gerne so Lipo-Spannungsanzeigen meine Blaster ein. Ja, der passt hier unten genau rein. Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Die einfache Möglichkeit ist, das versuchen wir erstmal. Wir nehmen es auseinander. Ich glaube, das ist nur so eine bedruckte Scheibe oder Folie, die hinter so einer Scheibe ist. Vielleicht leuchtet das Ding da durch. Dann kommt er einfach dahinter. Und dann haben wir von innen, naja, so ganz leicht leuchtend hier so eine Anzeige. Nett. Dann müssen wir natürlich hinten Kontakt machen, der dann mit dem Blaster verbunden werden kann. Wahrscheinlich hier über so eine kleine Geschichte halt, dass man dann so das wieder reinschieben kann, dass es möglichst verschwindet. Dass man von der Seite nicht so viel sieht von der ganzen Konstruktion. Das soll ja möglichst schön aussehen. Aber, ne, das ist ja doch ganz schnieke. Setzen wir uns mal dran. Wir nehmen mal auseinander. Es sind nur 4 Schrauben zu lösen und dann gucken wir, was passiert. Tatsächlich. 4 Schrauben. Kann so bleiben. Was haben wir denn hier? Ah, transparente Plastikscheibe. Das ist überraschend dick. Da leuchtet wahrscheinlich nichts durch, oder? Probieren wir mal eben aus. Mal sehen, ob da was durchleuchten kann. Huch. So, man sieht, das passt hier mit der Breite wie angegossen. Aber da leuchtet es nicht durch. Das ist zu dick. Schade. Was machen wir jetzt? Ich glaube, ich werde das hier auf den Scanner legen. Ausdrucken, verkleinern vorher mit Photoshop oder sowas, dass das hier von der Größe auf diesen Bereich passt. Dann haben wir oben den Fake-Ammo-Counter-Teil und unten das Voltmeter. Das wird dann hier wieder eingebaut. Hinten Anschluss dran. Hier ist ja Platz ohne Ende. Unglaublich. Und dann ab dafür. Cooler wäre es natürlich, so ein Chrono-Barrel da reinzubauen, aber ja, das Display alleine, nee, ist zu groß. Man kann es, glaube ich, hier erkennen, wie breit das ist. Keine Chance, das kriegt man nicht rein. Also das Hasbro-Ding kriegt man leider nicht unter das Display. Sehr schade, das ist einfach zu groß, die Einheit. Und es gibt halt
auf dem Aftermarket so eine Ammo-Counter-Com-Lösung, aber die ist momentan nicht lieferbar. Die ist schon seit Monaten nicht lieferbar. Also auch keine Option. Schade. Machen wir es also erstmal so. Nach ein paar Minuten am Rechner sieht das Ganze jetzt so aus. Ich habe mir das mal in verschiedenen Größen ausgedruckt. Das ist quasi original. Bisschen kleiner, noch ein bisschen kleiner, ganz klein. Das ist gestaucht, weil ich muss ja so ein bisschen Platz unten für den Ammo-Counter haben. Auch das wieder in verschiedenen Größen. Und jetzt gucken wir mal. Das nächste, was ein bisschen schade ist, das hier braucht man natürlich, damit die Scheibe hält. Aber das stört natürlich hier unser Voltmeter. Das heißt, das hier werde ich so ungefähr auf die Hälfte runterkürzen. In dem Teil natürlich auch, dass ich hier mehr Platz habe. Und dann sitzt unser Voltmeter nicht ganz unten, na, sondern ungefähr in dieser Höhe hier. Kann man, glaube ich, ungefähr sehen. So, und dann müssen wir jetzt mal schauen. Der hier könnte schon passen. Ja, sieht man es? Ich glaube ja, ne? So, der kommt dann dahinter. Hier unten kommt ein bisschen schwarzes Tonpapier. Hier kommt auch schwarzes Tonpapier dahinter. Und dann haben wir das ganze Thema schon erledigt. So, ich werde jetzt mal ein bisschen hier kurz was wegmachen mit dem Dremel. Hier ein bisschen mit der Schere arbeiten. So ein bisschen Bastelarbeiten. Wie im Kindergarten. Warum auch nicht? Ist mal was Schönes. Und da ist unser fertiges Teil. Oben der Originalprint in verkleinert. Das Voltmeter und unten so ein kleines bisschen schwarzes Papier. Ist eigentlich ganz einfach. Hier mit so ein bisschen Tesafilm festgemacht. Da unten auch. Das dann mit Epoxy dran gemacht. Denn so Tesafilm abziehen, ganzes Ding wieder abmachen und ich kann es in Originalzustand zurückversetzen, wenn ich das Ding wieder haben will. Und dann passt das hier mit unseren leicht gekürzten Stellen super rein. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Noch nicht leuchtend. Was ich natürlich mache ist... da fällt alles her. Egal. Ich werde jetzt hier so einen Stecker dran löten, an der Stelle das Ganze hier drin verstecken, so ein kleines Loch in das Gehäuse machen und den dann den hier so variabel machen. Denn im Blaster selber wird das Ganze fix sein. Dieses Element setzt man drauf, das Kabel ragt dann so ein Stückchen raus, man klickt es ein, man macht das Ding fest und dabei drückt es sich dann nach innen rein. Das ist der Plan des Ganzen. Dann ist es möglichst wenig zu sehen. Gut. Machen wir uns an der Arbeit. An der Stelle habe ich jetzt mal die eine Seite des Adapterkabels hier für den Ammo-Counter, also für den Fake-Ammo-Counter eingeklebt und hier mal so ein... Stück dran gemacht. Passt schon ganz gut. So. Und zwar passt das jetzt hier rein. Hier wird dieses Kabel durchgesteckt und man sieht schon, wenn hinter der Blaster zusammen ist, kann sich das hier hin und her bewegen. Man kann es also so ziehen und dann einfach abmachen. Zack. Ich werde das hier noch ein bisschen mit Heißkleber verstärken, dass das hier definitiv hält. Das ist bisher nur so ein bisschen Epoxy halt. Das passt ganz gut. Zum Testen habe ich jetzt mal kurz hier einfach mal so ein kleines Akkupack dran gemacht. Vier kleine Nickelzellen. Oh, nicht, dass hier was kurz fliegt. Einmal reingesteckt, das Ding zugeschraubt und Magic, Magic. Unser Ammo-Counter zählt zwar nach wie vor keine Ammo, aber zumindest zeigt er uns die Spannung unseres Akkupacks an. Und das geht natürlich hinterher auch mit dem Lipo, die wir reinbauen werden. Nächster Step ist, wir müssen uns ein bisschen um die Lampe kümmern. Die ist ja hier, da ist jetzt ein Widerstand dran gekommen. Lustigerweise der gleiche wie hinten bei den Flywheels für die UV-LEDs. Und wir brauchen natürlich einen Schalter, der sie an- und ausschaltet. Und das möchte ich nicht über die Flywheels oder sowas steuern, sondern wirklich manuell an, aus mit so einem kleinen, sehr billigen Schiebeschalter. Und das Lustige ist, hier ist er schon ausgeschnitten. Hier ist so eine kleine Einbuchtung in dem originalen Handschutz oder Handgriff. Und die passt super gut zu diesem Schalter. Das ist unglaublich. Kann man hier so rein machen, wenn man das hier ausschneidet. Und ich halte es mal fest. Upsa. An,
aus, an und aus. Und das sieht ziemlich unauffällig aus. Kann man also direkt mit dem Finger dann bedienen. Gut, müssen wir noch kurz ankleben, ein bisschen Epoxy hier drin und ein bisschen Heißkleber. Einmal kurz hier das Minuskabel anlöten an den Schalter und natürlich dann hier vorne hin. Das kommt an unseren kleinen Ubeck dran, der halt für die Light- und Sound-Gedödel-Sache zuständig sein wird und zur Versorgung der Taschenlampe. Dann müssen wir noch hier unser Akkufach gleich ein bisschen bearbeiten. Und dann sind wir schon fast fertig. Und da hätte man den Switch eingebaut hier mit schön viel Epoxy. Das Kabel hier vorne, Minus, geht einmal zum Schalter hin, geht einmal vom Schalter weg. Und das kommt dann hier wunderbarerweise gleich an unser Ubeck dran. Und dann sehen wir mal, ob das leuchtet. Schauen wir uns das mal kurz an. Ich habe hier mal kurz einen Akku dran gehangen. Wir machen mal den Schalter an. Klick. Es leuchtet grün. Und dann gucken wir uns noch mal kurz das im Dunkeln an. Ist relativ dunkel hier drin und ich schalte mal an. Klack. Wunderschönes grünes Licht. Ein Traum. Aus, an. Ziemlich cool. Da wären wir wieder. Es hat sich ein bisschen was im Hintergrund getan. Gehen wir ganz kurz darüber, was wir gemacht haben. Ich habe mal die ganzen Kabel hier festgepunktet mit ein bisschen Heißkleber, dass das ein bisschen ordentlicher ist. Also hier oben und hier und da das ganze Zeug. Also nichts wirklich Wildes, Gravierendes, aber muss ja mal sein. So, und wir kümmern uns jetzt mal um dieses Teil hier. Das ist diese Schaltung aus einer Jin Erso, aus diesem Star Wars Blaster. Was macht das Ding normalerweise? Wenn man das komplett rausnimmt, besteht das aus mehreren Komponenten. Und zwar dieser kleine Hauptplatine, da wird normalerweise auch der Motor mitgesteuert. Lassen wir mal außen vor. Die kleine Platine, da sitzen die Thermistoren dran. Die stellen halt sicher, dass das Ding nicht abbraucht. Normalerweise Stromversorgung. Ich habe es mal hier durch einen 4,8 Volt Block simuliert, weil reicht ja aus. Ein kleiner Lautsprecher ist da dran und dieses 4er LED-Feld. Soweit so schön. Was macht das Ding? Normalerweise, wenn man den Feuerschalter in einer Jin Erso auslöst, dann wird dieses Ding hier ausgelöst und es macht... Es wird ein Ton abgespielt und in dieser Reihe werden diese vier LEDs abgespielt. Das ist schön. Warum will ich das hier rein implantieren und wie? Naja, der Blaster hat keinen Sound, ist aber sehr viel Platz da. Also diesen Lautsprecher irgendwo hier unterbringen, da unten oder so, keine Ahnung. Und diese LEDs, wir haben ja hier so lange Schlitze auf beiden Seiten. Erste LED, zweite LED, dritte LED, vierte LED. 1, 2, 3, 4. Jetzt ist das Problem, das reicht ja für eine Seite des Gehäuses aus, aber nicht für die andere. Also habe ich mal eben schnell die Zauberworte einen Schwung LEDs gelötet. Tada! Mit Anschlusskabel. Ja, ja. Wen es interessiert, ich habe von diesen Sets mehrere mittlerweile. Hier habe ich zwei Defekte. Ja, da ist... Bei dem hier beispielsweise ist der eine MOSFET hier durchgebrannt. Kann man nicht so gut erkennen. Da, der kleine Willi, den hat es hinter sich. Das kann man kaum ersetzen halt. Also wie gesagt, bei eBay werden einem die Jin Ersos relativ günstig angeboten. So zwischen 15 und 20 Euro, teilweise sogar weniger zahlbar dafür. Im Rahmen einer Sammlung manchmal auch fast nichts. Rausnehmen und ab dafür. Egal. Das hier sind die LEDs, die ich hier rausgelötet habe. Und die... werden jetzt hier montiert. Und zwar kommt der eine hier hin, der nächste da so hin. Also ich werde die wahrscheinlich immer so montieren hier. Das heißt, ich werde jetzt hier diese Enden wegschmirgeln müssen, wegschleifen müssen. Und dann werden die hier so angeklebt. Und das gleiche hier vorne auch. So, das andere muss ich natürlich auf der anderen Seite von dem Gehäuse auch noch machen. Ganz klar. Es werden also 8 statt 4 LEDs verbaut. Und dann werden im Prinzip 2 LEDs immer an einem hier angeschlossen. Diese Platine hier braucht man eigentlich nicht, die fit halt das nur über dieses Kabel. Und was noch dazu kommt ist, ich muss natürlich noch das abnehmbar machen, dass man das andere Gehäuse abnehmen kann. Also werde ich dieses Kabel an einer Stelle hier durchtrennen, hier die ganzen LEDs für die eine Seite manuell anlöten und ein Kabel hier nochmal anlöten mit einem Stecker für die andere Seite. Das seht ihr dann gleich. Hier kann man das ganz gut sehen, wie ich die LEDs eingeklebt habe. Die vorderste, die, die und die. Mit ein bisschen Heißkleber festpunktiert. Dann werden hier jetzt von die Kabel aufgetrennt.
und passenderweise an den Kabelbaum hier angelötet. Wie gesagt, das werde ich noch abzeigen für einen Stecker auf der zweiten Seite. Das heißt, das, was ich hier gemacht habe, muss ich auf der anderen Seite der Shell auch nochmal wiederholen. Hier kann man ein bisschen sehen, was ich gemacht habe. Die 1, 2, 3, 4 LEDs sind verbaut. Die Kabel sind hier mit ein bisschen Heißkleber fixiert. Man sieht, ich muss das hier noch kurz auftrennen und dann entsprechenderweise an den originalen Kabelbaum hier anlöten. Das natürlich abmachen, ganz klar. Und noch einen Stecker dran machen für die zweite Shell-Hälfte. Denn da mache ich jetzt genau das gleiche nochmal. Man sieht, in diesen Blaster geht eine Menge Zeit rein. Ich denke, wir müssen mal einen Moment darüber reden, wie diese Schaltung hier funktioniert oder wie wir das hier umsetzen. Und zwar sieht es ja so aus. Hier müsste man sich jetzt die LEDs vorstellen, auf diesem Träger. Hier kommt ein fünfadriges Kabel rein. Es gibt einen gemeinsamen Pluspol und dann für die erste LED, zweite, dritte, vierte LED jeweils einen eigenen Minuspol. Dieser verklebte Chip hier steuert das Ganze und der schickt die Steuersignale hier auf diese kleinen Pins. Da geht das Kabel rein. Was wir jetzt also machen müssen, ist Folgendes. Wenn man das hier umdreht, wupp, sieht man die Leiterbahn. Also ne, hier außen ist Plus. Das geht hier über die ganze Platine rüber. Das heißt, jeder von den LEDs hat gleichzeitig Plus, wenn das Ding aktiv ist. Der erste kriegt Minus. Dann kriegt hier der zweite Minus, der dritte und der vierte. So, das heißt, wenn wir dieses Käbelchen jetzt hier auftrennen, so gesehen, dann müssen wir hier den ersten ansteuern, dann den zweiten, den dritten und den vierten. Das heißt, ich muss jetzt mal diese Kabel hier alle auftrennen. Ich habe das mal so gemacht, dass hier das weiße Kabel Plus ist. Das heißt, alle weißen Kabel hier muss ich zusammenlöten und an den roten anlöten. Dann kommt das braune Kabel vom ersten an dieses dran. Das braune Kabel vom zweiten an dieses Ding hier dran. Das braune Kabel vom dritten an den und natürlich das braune Kabel vom vierten an den letzten hier dran. Dann haben wir eine Seite fertig. Da wir noch eine zweite Seite haben, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich nehme mir so ein paar Multiplex-Hochstromstecker. Warum? Die haben 6 Pole. Haha, wir brauchen nur 5, aber egal. Aber so kann ich hier eine Stecklösung machen. Jetzt ein paar Kabelresten. Kann das hier dran machen und dann kann ich flupp, flupp, also besser gesagt flupp, flupp, beide Gehäusehälften mit diesen Steckern wieder voneinander trennen, wenn man mal Wartungsarbeiten machen will oder sowas in der Richtung. Man kann natürlich einfach hier lange Kabel dran löten, dann hat man die beiden Gehäusehälften immer nebeneinander liegen, geht natürlich auch, ist einfacher. Das hier muss man nicht machen, das ist jetzt nur so nice to have. Ich gestehe ein, diesmal sieht man wenig Fortschritt zwischen den einzelnen Baustufen. Ich habe jetzt mal hier die ganzen Kabel miteinander verlötet, ja, ja, und hier ein Y-Kabel quasi draus gemacht. Da kommt jetzt gleich unser kleiner lustiger Stecker dran. Hab hier einen Akkupack dran gemacht und wir gucken mal, ob noch alles funktioniert. Hier ist unser kleiner Auslöser und das funktioniert. Sehr cool. Jetzt stellt man sich vor, dass das auf der anderen Seite auch noch passiert und dann klappt das Ganze. Ein Traum. Gut, gut. Wie gesagt, die Stromversorgung hier vom UBEC, die wird dann nachher hier drankommen. Also diese temporäre Akkupackgeschichte, die ne, ist nur fürs Testen da. Wollte ich nur erwähnt haben. So, also, hier kommt unser Steckerchen dran. Wenn der dran ist, geht es auf der anderen Seite weiter. Und dann muss ich dieses Teil an die Kabel auf der anderen Seite dran löten. Also, ne, was man hier so sieht, das werde ich jetzt so ein bisschen schön verstauen. Dass man hinterher die Shell auch wieder auseinander wieder zusammenkriegt. Wenn das fertig ist, montieren wir unsere Platine, montieren wir unseren Speaker irgendwo, wo Platz ist und machen auch unseren Schalter hier vorne dran und dann haben wir es auch so langsam. Wird auch Zeit. Kleiner Baufortschritt. Man sieht, dass hier so einigermaßen die ganzen Kabel, die hier von den LEDs kommen, sind hier mit dem Originalkabel verlötet und quasi als Y-Verbindung ist hier ein zweites ja, Kabelbündel dran gekommen. Zum Stecker. Die andere Seite davon mache ich jetzt kurz fertig für die zweite Gehäusehälfte und dann passiert genau das gleiche wie hier. Das werde ich dann nicht filmen, das macht keinen Sinn. So, die Platine, die werde ich dann hier festkleben, hinter dem originalen Akkufach dann halt. Der Lautsprecher wahrscheinlich hier unten hin platzieren, mal gucken, der muss ja irgendwo auch seinen Platz finden. Und dann müssen wir noch zum Schluss, hoppala, hier fällt alles her, unseren Schalter hier vorne kleben, einkleben. Wenn das gemacht worden ist, noch die Kabel machen. Es ist noch ein bisschen was zu tun.
Wie man sehen kann, habe ich hier auf der zweiten Gehäusehälfte auch die LEDs eingeklebt, habe die entsprechenderweise verkabelt, das hier an so ein Verlängerungskabel dran gemacht, den Stecker dran montiert und man sieht, haha, ne? Jetzt kann man die Gehäusehälften wunderschön miteinander verbinden. Ich hänge mal so ein kleines Akkupack dran und dann gucken wir mal, ob unsere Elektronik das tut, was sie tun soll. Hier ist unser Schalter und es macht Sound. Es macht nach wie vor Licht. Coole Sache das. So, jetzt aber. Der ganze Kram hier muss noch so schön verklebt werden. Auch hier muss ich das Ganze ein bisschen sortieren, hatte ich gerade schon erzählt. Machen wir einen kurzen Test, ob das hier soweit funktioniert. Die beiden Gehäusehälften sind verbunden. Das U-Back ist angelötet, sowohl hier für die Lampe vorne, als auch für unsere Platine aus der Gin Erso. Wir machen mal kurz Strom dran. Na? Wir haben Licht. Und wir lösen mal den Schalter aus. Wunderbar. So soll es sein. Wie man sehen kann, habe ich jetzt hier alles soweit eingeklebt und verlötet. Der Stecker ist dran für unseren LiPo. Ich habe hier die Verkabelung fürs Voltmeter dran gemacht. Der U-Back ist hier vorne eingeklebt. Der Schalter ist eingeklebt, der hier von unserem Stängel aktiviert wird, um Light und Sound zu aktivieren. Die ganzen Kabel einigermaßen aus dem Weg geräumt. Stecker für die zweite Gehäusehälfte ist dran. Mit anderen Worten, der Blaster ist bereit dafür, dass wir mal einmal ganz kurz testen, ob es denn soweit alles funktioniert. Okay. Probieren wir es mal aus. Ich habe hier einen LiPo, den hänge ich mal hier dran. Und man sieht schon, unsere Lampe leuchtet. Unser Voltmeter geht an. Die Motoren laufen los, die UV-LEDs gehen an und alles funktioniert. Ein Traum. So, das heißt, wir müssen jetzt dieses Barrel wieder einbauen hier, logischerweise, damit das wieder passt. Das werden wir auch so ein bisschen befestigen, dass das ein bisschen weniger rappelt alles. Wir werden noch so ein bisschen die Kabel hier befestigen, dass es weniger Lärm gibt. Die zweite Gehäusehälfte drauf bauen, gucken, ob es funktioniert und dann machen wir mal einen Schusstest. Ich habe jetzt mal die zweite Gehäusehälfte mit dem Verbindungskabel dran gemacht. Das wird er dann nachher sich so drauflegen. Das will ich noch so ein bisschen zusammentüddeln. Und wir gucken mal, ob es auch wirklich mit beiden Gehäusehälften funktioniert. Nehmen wir mal irgendein LiPo. Ist ja egal. Durch unseren U-Back. Lampe leuchtet. Super. Und hier geht's, da geht's. Tippitoppi. So. Bevor ich die Gehäusehälften zusammenschraube, mache ich noch zwei Sachen. A. Hier kommt ein bisschen Kleber dran, dass das hier nicht rappelt, hatte ich ja schon erwähnt. Und B, damit ich den Blaster abfeuern kann oder das Geräusch hier, Light and Sound abfeuern kann, ohne die Flywheels anzumachen, muss ich einmal hier ein bisschen was von dem Trigger wegmachen, denn wir haben ja das mechanische Triggerlock drin gelassen. Das werde ich mal eben kurz mit einer Säge hier kurz wegmachen und dann schrauben wir es zusammen. One eternity later. Der Blaster ist jetzt wieder zusammengeschraubt. Das hat echt lange gedauert, hier alle Kabel hinzukriegen, dass das nirgendwo mehr klemmt, reibt, sonst was macht. Hier hinten die Magazin-Release-Feder nicht raus, hüpft, hier vorne nichts eingequetscht wird. War nicht witzig. So, aber der Blaster ist fast fertig. Es gibt noch zwei Sachen, die mich stören. Nummer 1. Ich habe tatsächlich nicht einen einzigen LiPo, der wirklich jetzt hier momentan richtig gut reinpasst. Also egal welchen LiPo ich nehme, die sind entweder zu dick, zu breit, zu hoch, zu lang, zu irgendwas. Selbst so ein kleiner 800er ist knapp zu dick, sage ich mal. Und auch so dachte ich, das passt doch locker rein. Nee, nicht ganz, ne? Also, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt LiPos, die passen hier rein. Ich werde mir wohl dann doch mal ein LiPo bestellen müssen, der genau hier reinpasst. Ärgert mich gerade maßlos. Wenn ihr es einfacher euch machen wollt, dann
baut das Ding nicht auf ein Lipo um, sondern baut das Ding auf Lithium-Ionen-Zellen um, zwei Stück rein und dann ab dafür. Oder drei Stück rein, meinetwegen. Im Nachhinein betrachtet wäre das leichter gewesen. Naja, darum machen wir die Videos ja, dann wisst ihr hinterher, was ihr besser machen könnt. Egal, wir probieren es mal aus. Also, ich habe hier ein paar Darts reingepackt. Klack. Und dann mache ich aber mal kurz einen kleinen Schusstest damit hier im Keller. Und dann machen wir das Ganze natürlich draußen auch noch. Hier im Keller machen wir es natürlich auch noch mal einmal im Dunkeln. Soll ja leuchten. Vor dem Schusstest natürlich noch die Sonderfunktion. Das Voltmeter. Und klick. Die Taschenlampe, die wunderschön grün leuchtet. Ja, ja. So. Und da gucken wir uns mal an, wie das Ganze jetzt im Dunkeln feuert. So, man sieht das hier schon so ein bisschen grün leuchten durch die eingebaute Taschenlampe. Ganz witzig. Voltmeter ist natürlich sehr hell. Ja, das strahlt hier vorne den Lauf ganz schön cool an. Und man sieht echt, ne, man kann was erkennen. Wir feuern jetzt einfach mal ein paar Darts mit dem integrierten Magazin ab. Das ist ja nicht lichtdurchlässig, also sie sind etwas dunkler. Sieht ja auch ganz cool aus. Jetzt kommen ein paar Darts aus einem 22er Clearworker Magazin. Da wird es wahrscheinlich etwas heller sein. Und mal den Unterschied mit Licht und ohne Licht. Witzig. Da wäre er nun, der MA40 Halo Blaster von Nerf. Und wir machen jetzt einen kleinen Schusstest hier draußen im Garten. Da hört man schon, also so draußen hört man nicht so viel vom Sound. Aber man sieht's. Okay, wir geben Gas. Wie immer beim Schusstest, wir machen 5 Elite Darts, wir machen 5 Akku-Fakes und dann gucken wir mal, wie der Blaster so performt. Man sieht, das Voltmeter sagt, der Akku ist ungefähr halb voll. Das sollte reichen. Dann gehen wir mal einsammeln. Wer sich über den Zustand des Gartens hier etwas wundert, hier ist gestern Nacht ein Sturm durchgegangen und wenn das Video nachher rendert, werde ich schön aufräumen. Der schlechteste Dart liegt hier bei 12 Meter nur. Naja, aber dann. 1, 2, 3, 4 Darts relativ dicht beieinander bei der 14 Meter Marke. Das ist okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen suchen. Hier sind 2. Oh, ein bisschen mehr Power, ne? 2 Akkufix bei 17 Meter. Und hier haben wir bei der 19 Meter Marke. Und bei der 20 Meter Marke Elite Darts, 2 Stück. So, wo ist der Rest hingeflogen? Irgendeiner ist hier vorne abgetrieben. Mal sehen, wo der ist. Da liegt er. Auch bei der 19,5 Meter Marke. Okay. So, was sagt uns das? Wir haben ein bisschen mehr Leistung rausgeholt, die immer noch ziemlich inkonsistent ist. Gefällt mir nicht so ganz so gut, aber für so einen Prop U18 Blaster reicht das vollkommen aus. Da wollen wir keine Leistungswunder erzielen, sondern einen Blaster, der vernünftig funktioniert. Ich glaube, das haben wir hingekriegt. Wir sehen uns zum Fazit wieder. Zeit für ein Fazit. Ihr habt den Schusstest gesehen. Indoor, Outdoor, im Dunkeln, im Hellen. Unsere Lampe leuchtet. Cool. Unser Voltmeter macht hier oben den Ammo-Counter. Wir haben ein bisschen Licht im Dunkeln, wenn wir Leuchtdarts verwenden wollen. Ganz cool. Wenn ich den Mod nochmal machen würde, was ich nicht vor, weil ich an diesem Ding viel zu lange gesessen habe. Aber für den, der das auch macht, möchte ich so 3 Sachen sagen. 1. Statt 5mm LEDs nimmt 3mm LEDs. Ernsthaft. Die 5mm LEDs sind so dick, dass die von beiden Seiten auf dieses innere Barrel drücken und man die Shell nur sehr schwer zukriegt. Das geht, aber schön ist anders. Also wenn ihr die Chance habt, besorgt euch
High Power 3mm LEDs. Ja, die gibt's. Ist ein bisschen schwierig manchmal zu finden, welche mit richtig guter Leistung hat, aber ja, die gibt es. Ich hatte leider nur 4 Stück davon da, das reicht nur für eine Seite. Doof. Das nächste, wenn ihr diesen Mod nachbaut, besorgt euch einen besseren Schalter als den hier. Der ist mir ein bisschen scharfkantig, geht ganz gut, aber ne, also ich finde den etwas unangenehm vom Gefühl her. Kleinigkeit. Dann hoffe ich, dass die Ammo-Counter-Leute aus USA irgendwann wirklich hier einen angepassten Ammo-Counter für rausbringen. Das haben sie angekündigt. Ob sie es machen, werden wir sehen. Mal gucken. Mein größter Kritikpunkt und was ich euch dringend empfehlen würde, dazu drehe ich das nochmal um hier, dieses Batteriefach. Ich werde mir jetzt für diesen Blaster einen Airsoft-Lipo besorgen. Warum? Die sind lang, schmal und dünn. Das passt hier wunderbar dann rein. Ich habe aber dann genau einen Blaster. Na gut, ich kann den anderen auch noch verwenden. Aber ne, ich finde es ärgerlich, nur für einen Blaster extra einen speziellen Lipo zu besorgen. Das wird Lapa und sowas überhaupt nicht interessieren. Die machen das. So ein Ding kostet auch nur, keine Ahnung, 8, 9 Euro oder sowas. Das ist nicht wirklich viel. Aber egal, welchen Lipo ich hier momentan habe, und ich habe viele, ich krieg's nicht zu. Keine Chance. Und ich möchte wirklich hier nicht so ganz mega krass draufdrücken. Ich kann es auch nicht ausschleifen, weil dieses Ding ist ja in der Mitte tiefer. Da ist nichts. Also man kriegt nicht mal einen kleinen 2S 800er hier runter. Meine Hoffnung liegt darauf, dass mein demnächst eintreffender Graphene 59 2S etwas schmaler ist, weil hier fehlen nur so 2 mm, dass er reinpasst. Wenn ihr diesen Mod versucht, habt ihr natürlich die Möglichkeit, will ich nicht verschweigen, hier ein Stück von diesem Akkuhalter einfach wegzusägen, dann habt ihr nämlich diese 2 mm und könnt den Akku so reinklicken. So die Alternative, wenn der Graphene bei mir auch nicht passen sollte. Dann werde ich genau das machen. Dann wird hier unten so ein bisschen das Batteriefach erweitert, hier oder hier. Muss ich gucken, wie das innen drin passt mit den anderen Innereien. So, ansonsten ist der Blaster erstmal fertig. Kommt an der Wand. Wird, wenn die Battles wieder losgehen, garantiert bei einem U18 Battle von mir getestet werden auf Herz und Nieren. Und bis dahin, ich mag ja so Spielereien, sag ich mal, man trifft sich.